Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Auf die Schnelle. Wir stehen gerade hier in Sirmione am Gardasee. Es ist Mitte Juni und für meine Verhältnisse, zumindest wenn man aus dem kühlen Deutschland hier runtergekommen ist, brütend heiß. Wir haben für den Winter, die auch für den Sommer geeignet ist, eine Isolierfolie. Im Winter, damit uns die Scheiben nicht beschlagen, und im Sommer, damit es im Fahrzeug, im Führerhaus nicht ganz so heiß wird. Die hat nur einen Nachteil, die ist relativ groß, ist ziemlich steif beim Anbringen, lässt sich auch relativ schwer wieder zusammenpacken. Aber vor allen Dingen, wenn wir mal dann tagsüber nach draußen sehen wollen, müssen wir die Folie runterklappen oder komplett vom Führerhaus runternehmen. Dabei noch ein Tipp übrigens, Folien, die man innen an die Scheibe macht, die helfen bei beschlagenen Scheiben überhaupt nicht. Davon haben wir uns auch schon bei anderen Fahrzeugen überzeugen können. Das Einzige, was wirklich dann hilft, ist, entweder ihr belüftet die Scheiben über die Heizung oder ihr legt die Folie außen auf die Scheiben. So, aber zurück zu unserer Isolierfolie. Wir haben bei Reisemobil International, war das, gell? Haben wir eine Folie gesehen von einem Hersteller, der bietet eine relativ dünne, leichte Folie an. Die ist auch nicht ganz so teuer, 137 € haben wir dafür bezahlt. Hat den Vorteil, die kann man drauf lassen. Von außen ist sie bedampft und reflektiert die Sonne. Das heißt so, dass es sich innen nicht aufwärmt als Isolierung. Aber man kann von innen nach außen durchschauen. Es gibt schon Folien, die man vorne auf die Windschutzscheibe macht, zur Isolierung und auch als Blickschutz. Die kann man auch munter bedrucken lassen. Allerdings muss man die von außen mit Saugnäpfen an der Scheibe festmachen. Die hier wird wohl, zumindest laut Hersteller, genau wie diese große Isolierfolie, über die Türen eingehängt, vorne dran gemacht und dann sitzt sie. Und das werden wir jetzt mal machen. Ich werde sie jetzt mal auspacken und dann montieren wir die mal. Ach ja, vielleicht noch ein kleiner Tipp, mal gucken, ob das hier funktioniert. Wenn ihr diese Spannbänder habt, wenn ihr die umdreht, dann seht ihr, da kann man die eine Lasche umklappen. Das Ganze hat einen Grund, dass man die von Hand öffnen kann. Man braucht also eigentlich gar kein Messer dafür. So, das ist der Karton. Er ist klein und übersichtlich. Das Ganze wiegt auch nur, 200-300 Gramm. Ist also auch sehr leicht im Gegensatz zu der anderen Folie, die ja dann durch die dicke Isolierung, übrigens super im Winter, weil das unser Fahrerhaus wird dann wirklich nicht so kalt wie sonst. Aber durch die dicke Isolierung ist die schon relativ schwer. Anders als diese Folie. Das Ganze wird in diesem schönen Beutelchen hier geliefert. Sommermatte Light für den Ducato. Gucken, wird die dann jetzt aufkriegen. So, das ist die Matte. Ich sehe sie jetzt auch das erste Mal. Ihr seht sie von beiden Seiten. Nein, von der einen Seite ist sie hell bedampft, von der anderen Seite ist sie dunkel. Und jetzt mal gucken, damit ihr das auch seht. Klettverschluss. Gut, mal gucken, wofür der ist. Wenn ihr mal guckt, seht ihr es? Man kann durchschauen. So, und die bringe ich jetzt mal an. Die Folie wird relativ einfach montiert. Das Prinzip ist das gleiche wie bei unserer großen Sommer- und Winterschutzfolie. Einfach die Folie aufmachen und wird über den Türen eingehängt, mit Klettverschlüssen festgemacht. Und das war es dann eigentlich schon. Jetzt müssen wir mal gucken, welche Seite zuerst. Das ist da drüben auf der Fahrerseite.
Spiegel drüber, passende Aussparung. Dann noch die Klettverschlüsse fertig machen, fertig. So, das war's schon. So einfach ist sie montiert und genauso einfach ist sie auch wieder unten. Und der große Vorteil ist, ihr seht es im Hintergrund, sie ist, wie gesagt, beschichtet. Man kann nicht durchgucken. Aber jetzt nehme ich euch mal mit rein ins Wohnmobil. So, so sieht jetzt der Blick von innen aus. Ihr erkennt auf der linken Seite die Folie und man kann wunderbar rausschauen. Und der große Vorteil ist, da wir hier diese seitlichen Frontplätzes haben, wenn wir normalerweise morgens direkt nach dem Aufstehen unseren Kaffee trinken, konnten wir bisher nie rausschauen. Weil es gibt immer Leute, gerade wenn man irgendwie am Fluss steht oder je nachdem, wo man steht, die dran vorbeigehen am Wohnmobil und neugierig reinschauen. Das können wir jetzt, weil, wie gesagt, tagsüber kann man nicht reinschauen. Und wir können rausgucken. Abends, wenn wir Licht anmachen, dann müssen wir natürlich die Plissés vorziehen. Denn wenn es drinnen heller ist als draußen, da kann man natürlich schauen. Ja, wir sind mit der Folie hochzufrieden. Sie geht, wie ihr gesehen habt, extrem leicht und schnell zu montieren. Ist sehr platzsparend, auch verstaut dann ganz leicht und ja, für uns perfekt. Wenn euch der Film gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Klickt auf das Glöckchen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und ja, wenn ihr unterwegs seid, fahrt vorsichtig, gute Reise, viel Spaß. Und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.